Tag 4. Das wird das letzte Video jetzt zu dieser ganzen Fastengeschichte. Aber ich muss sagen, so bis jetzt diese 4 Tage, nicht essen, mit diesem nicht trinken, die nagen an mir. Ja, ich sage einfach so, es ist einfach mal mein Feeling so. Und es ist nicht ganz so easy, wie ich es mir vorgestellt habe. Trotz allen den Dingen, die ich den Satz auch weiter beenden möchte, sind wir heute eingeladen bei dem Mann. Guten Tag, Schweiz, Österreich, Deutschland, Luxemburg. Adi, die Vecchi. Seid friedlich in den Kommentaren. Ich will da, ey, ich habe unter dem ersten Iftar-Video, das ich gepostet habe, ich Kommentare schon wieder gesehen. Alter, da vergeht's mir schon wieder. Es geht hier nicht um irgendwas, sondern wir machen einfach ein Video. Ich versuche euch ein bisschen mitzunehmen auf den Sachen, die ich mache, euch zu unterhalten. Benehmt euch, seid nett zueinander. Ich würde sagen, wir starten rein. Wir machen heute komplette Paket. Ich glaube, wird auch sehr lustig. Habt Spaß. Genießt die Show. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wie geht's dir, Bruder? Wie geht's dir, Bruder? Gut, gut, danke dir. Super. Ich glaube, es wäre auch mal lustig, wenn Alan und Baran sich irgendwie treffen, habe ich das Gefühl. Mein Cousin ist ja auch Alan, der aus Ingolstadt. Stimmt. Boah, der mit seiner Garage und seinen Tattoos. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich nehme euch einfach mit. Überrascht dich. Ich weiß nur, dass deine Mutter sehr viel gekocht hat. Ja, alle Mamas Hände sind immer die schönsten. Deswegen schätzt immer eure Eltern. Und schätzt es immer noch zu Hause zu essen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich sage einfach jetzt über dieses ganze Video so alle Sachen, die mir einfach ein bisschen positiv aufgefallen sind über dieses ganze Ding. So, dass man mit Familie isst, dass man das Essen... Ich sage euch ehrlich, als ich diese Dattel gegessen habe in diesem Restaurant, ich mag nicht mal Datteln, aber die war lecker. Du hast den ganzen Tag nichts gegessen, nichts getrunken und das Erste, was du zu dir nimmst, ist diese Dattel. Bro, ich habe da Sachen geschmeckt, das kannst du dir nicht vorstellen, Bro. Das war nicht nur eine Dattel. Hat ja auch so eine Story bei uns. Also Jesus ist ja auch unser Prophet. Ja. Und es gibt ja eine Story von ihm damals, wo er auf die Welt gekommen ist und einen Baum geschüttelt hat. Datteln waren ja, sag ich mal, ja, Dattel war ja das Ding, was ihn sozusagen gerettet hat. Und das hat er gegessen als Baby. Deswegen, es hat so einen Zusammenhang. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber es hat auf jeden Fall so einen Zusammenhang mit Jesus damals. Ach krass, habe ich auch noch nie gehört. Datteln. Ich weiß nicht, ob es bei euch in der Bibel auch so ist, weiß ich nicht. Aber... Das weiß ich auch nicht. Aber das wissen sicher ein paar Leute in den Kommentaren. Servus, wie geht's dir? Gut, gut. Auch gut. Freut mich, dich wieder zu sehen. Gut, mach mal Licht oder auch so, ist gut. Wie du willst. Wie läuft's? Gut, gut, bis jetzt, wir lieben noch. Hey, das habe ich auch schon gegessen. Schon, gell? Ja, ja, das habe ich. Ey, das ist eine der leckersten Sachen, die ich gegessen habe. Bei Türken heißt es, glaube ich, İçli Köfte. Boah, jede Nation macht diese Art und Weise unterschiedlich. Aber bei uns heißt es Kutilk. Gut, schön, schön weich, butterweich wie Honig. Tu mein Abaya schnell. Mama von Baran und Papa von Baran wussten, dass ich komme. Die machen Iftar immer so, denke ich mal, ja, aber... Ich darf euch das zeigen, ja. Ich darf euch jetzt mal zeigen, wie die Iftar machen, wie eine Familie zu Hause Iftar macht. Wie heißt es bei euch? Abaya. Abaya. Dishdasha, nicht Abaya. Abaya sagt man doch dazu. Nein, Dishdasha, Baba. Warum? Ugalabia oder Abaya. Okay. Aber bei Männern keine Chance, nur Dishdasha, Baba. Aber ich schwöre, die ganzen Leute, die es online verkaufen. Ich glaube, das ist eng, oder? Du musst dann essen wie Markus Rühm, oder? Check einfach, wenn ich einfach nur da drin sehen einmal. Bruder! Helf mal mit! Ich bin wie eine Wiener, Bruder. Bruder, ich kann so nicht, ey. Vielleicht ein bisschen zu kurz? Bisschen zu eng auch, hä? Daher! Ich bin einfach wie Markus Rühm jetzt. Was sagen wir 1 bis 10, Chat? Noch eine Minute jetzt, ja. Gut, eine Minute noch. Nein! Für mich ist das größte Problem nicht zu trinken. Echt? Nein. Essen geht, aber... Ich kann, weißt du was? Ich... Abend, wann, du siehst du, ich trinke auch nicht. Ich bin so. Echt? Ich kann zwei Tage nicht trinken. Nein, bei mir ist trinken. Nein, trinken muss. Drei Tage. Ich trinke nicht. Knochen ist es. Alles ohne Knochen ist das. Ah, keine Knochen mehr drin? Keine Chance. Das ist alles Knochen und Reis, weißt du, auch drinnen. Wie Biryani kann man sagen. Mhm. Aber, ja, aber weißt du, was ist gut? Macht das so mit einer Hand. Aber ich weiß nicht, wie macht er das komplett alles. Ah. Wahnsinn ist. Er meint, Bruder, sie schiebt ganze Reis und so alles mögliche rein, ohne so? Irgendwas beim Hühnchen zu verstellen. Ah. Ich weiß, was ich meine. Hier zum Beispiel, es ist alles Reis drinnen. Ja. Es ist was, und die Knochen, ist alles raus, ohne das geschnitten. Auf jeden Fall, das ist so Reisteig mit Hühnchen drin. Wir haben hier einen Salat, der, wenn ich Salat mache, der würde niemals so aussehen. Wir haben Oliven, Randy mag keine Oliven. Falls jemand sagt am Tisch, dass ich Oliven essen soll, ich würde sie einfach essen, ohne dass ich sage. Wir haben Salat, Kohlrabi. Wir haben Datteln, das hier an meine türkischen Brüder, wäre Dolma, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das hier ist Hühnchen mit Reis, aber der Reis ist innen drin. Ja, der Reis ist innen drin, aber ich sagte, ich weiß nicht, wie das heißt auf Kurdisch. Okay. Ich weiß nur, das nennen wir Ibrach. Es ist halt wie Dolma, die Türken kennen das auch. Check. Wie gesagt, diese ganzen Gerichte, jede Nationalität macht es halt anders. Ja, ähnelt sich immer. Typischer Salat halt und dann Kutilk. Kutilk. Wir nennen Kutilk, also was ich vorhin gesagt habe, ähnlich wie İçli Köfte und bei Libanesen und so, okay. Kippe. Und dann, Bruder, machen wir noch traditionellen Ayran. Da tun wir noch ein bisschen Dill rein, ähnlich wie bei den Persern machen wir das, bei den Iranern. Mhm. Wir nennen es dann Dau. Das war noch gar nichts.
machst du Platz. Warte. Warte. Nein, das war. Ich brauche Pizza, gibt nur ein bisschen. Weißt du, mit Millimeter wir arbeiten. Das ist alles Millimeter-Sache. Wow! Aber Chikusch da, Lamm? Ja, natürlich. Das ist Lammfleisch, genau. Okay. Das war im Ofen ungefähr 3 Stunden. Wow! Es gibt immer eine kleine Tradition bei uns. Wenn meine Mutter zum Beispiel, klar, wenn wir jetzt Reis haben, nochmal so als Beilage, so Suppe oder so. Ja. Bruder, mein Vater nimmt sich immer eine eigene Schüssel und haut scharf rein und dann, boah, nicht normal. Hast du ja beim Hot Chip gesehen, wie viel scharf er ist? Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute das gesehen haben, aber Hot Chip. Mit dem Mann, scharf essen, ist der Mann, der am schärfsten essen kann, den ich kenne. Um Ramadan ist Fleisch bei uns ist König. Ja. Das heißt, ohne Fleisch ist wirklich schwierig. Okay. Aber wenn gibt's keiner, dann keiner. Ist es egal. Ja. Das sind Bohnen. Was ist das hier? Joghurt und sowas wie Tzatziki. Tzatziki-mäßig, genau. Ist da Wasser drin in diesem Tonkrug? Ist Wasser drin, genau. Ich hab dir gerade Wasser getan. Schmeckt automatisch besser, weil man sagt, dankeschön. Man geht und trinkt mit. Das ist meine extra scharf, habe ich gemacht. Auch extra scharf. Das ist extra, habe ich schon gemacht. Und das ist im Irak ganz bekannt. Es heißt Teschrib. Teschrib? Ja, dann man isst mit dem Brot. Dann kannst du auch mit Reis. Ich mache immer Brot. Das ist richtig scharf, oder? Aber richtig scharf, ja. Und mit Fleisch, mit Zwiebeln. Lecker. Wasser. Immer 3 Schlücke. Und Datteln sollte man immer eine ungerade Zahl nehmen. Man muss immer eine ungerade Zahl an Dattel essen. Also 1 oder 3. Man trinkt zuerst Wasser, warum 3 Schlücke? Gibt es da auch eine Begründung für? Das ist auch eine Sunna. Ah, ungerade Zahl wieder. Bismillah, also im Namen des Gottes und danach 3 Schlücke. Es ist keine Pflicht, es ist Sunna. Es gibt viele Leute, die verstehen ein bisschen viel, ist falsch. Ne? Sag muss, es gibt nichts muss. Zum Beispiel, wenn du kannst du nicht fassen, bist du krank oder im Reisen, dann kannst du nicht. Es ist fertig. Okay. Also man soll einfach das machen, was im Bereich des Möglichen ist. Was mir auch wichtig ist für alle da draußen, egal welche Religion ihr habt, egal an was ihr glaubt, ich mache das auch nur sowas zum Beispiel hier, weil es mich interessiert. Fasten, ich habe es einfach mal gemacht, weil es mich interessiert. In diesem Sinne, Leute, wir sind schon lange drüber. Man darf schon essen. Danke, dass ich hier sein darf, ja? Gerne. Du bist immer herzlich willkommen. Ich würde aber sagen, ich will deine Reaktion auf diese Suppe erstmal sehen. Ich sag dir ehrlich, das Wasser schmeckt anders, weil es aus diesem Ton, kommt. Boah, das ist sogar noch eine richtig fruchtige. Ehrlich? Die ist nicht ganz so ausgetrocknet. Aber Datteln sind auch von der Herkunft her auch voll unterschiedlich. Es gibt welche aus Palästina, aus Marokko, Tunesien, aus Saudi-Arabien. Ich sag dir so, wie es ist. Ich bin jetzt ein Freund von Datteln geworden, weil ich sie ein paar Mal essen musste einfach. Weißt du, wie ich meine? Du merkst, was Datteln so und dein Körper macht. Du kriegst so eine Power. Das ist nicht mal normal. Das weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass die lecker sind. Was haben wir hier für eine Suppe? Das ist die Linsensuppe, oder? Linsensuppe, ja. Okay. Einfach so essen, oder? Auch auf Mamas Art. Wow, trinken oder was? Okay, mein Chef sagt. Mehr Spaß, oder? Schmeckt super lecker. Wow. Aber sind da auch wieder Nudeln drin? So Reisnudelmäßig. Okay, das ist der Unterschied. Es ist einfach so, dass ihr Reisnudeln reinmacht, oder? Ich sag dir ehrlich, ich mag das so nicht. Man, Suppe gehört sich mit Löffeln. Ja, gell? Ich will die auch nicht. Aber siehst du? Glaub mir. Ist Tasse. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich heute nicht dieses, boah, ich muss direkt essen, wenn Punkt und so. Es ging bei mir. Ja, schon, gell. Bei dir? Mein erster Tag. Ich sag dir, ich mach das ja auch, seitdem ich 13, aber 14 bin. Weißt du, was ist schon bei dem Fasten auch? Wenn du esst so ein bisschen nicht so viel. Ja. Okay, zum Beispiel Zubo und ein bisschen. Und dann gehst du betten und dann wieder. Okay, nicht okay. Einfach essen und dann. Bist du voll? Das ist das, was mein Dad von gemeint hat. Ich will auch kein Knochenstück oder sonstiges. Bruder, das ist das weicheste Hähnchen, das ich. Gib deinem Bruder. Nein, gib mir hier. Von unten, von unten. Ich weiß. Er muss alles probieren, ja? Genau. Ich wollte das sagen. Geht bei dir Fasten? Schwer für dich? Bruder, ist einfach, ich sag dir ehrlich. Ja? Ich lenk mich ab sehr schnell. Okay, mit Playstation und so? Das sollte man nicht machen eigentlich. Ist einfach, Bruder. Mein Vater kann getrennt alles essen. Ah, okay. Alles auf einen Teller kann er nicht. Wow. Was ist das für Fleisch da drin? Es ist Lamm. Lammfleisch. Aber ich muss erstmal alles aufessen jetzt. Probier mal den Reis. Ich bin mal gespannt, ob du checkst, was in dem Reis drin ist. Sollst du aber eigentlich. Schon, glaube ich. Schmeckst du es raus? Boah, ich habe das schon mal gegessen. Ich weiß, was das ist. Was man in Reis ist. Ist es Safran? Ja. Okay.
Krass. Mhm. Wie nennt man das hier? Dieses Geschirr, wie gibt es dafür einen Namen? Marokkanisch, Mann. Ist es marokkanisch? Marokko. Ja. Ich liebe dieses Land. Ja? Weißt du warum? Warum? Weil da gibt es dort Vertrauen ohne Ende. Die Leute sind. Ich habe viele Länder gesehen. Wie dort. Wirklich, habe ich nicht gesehen. Du kannst so mit 10.000 auf die Deutsche laufen. Glaub mir. So. Ich habe seitdem ich fast, habe ich nicht einmal scharf gegessen. Echt? Ja, probier. Ich glaube, es ist nicht so scharf. Nee, okay. Geht, gell? Okay. Also, Ladies and Gentlemen, ganz kurz für euch. Das hier, wie heißt es? Bro, ich sag's mal so, Gusht und Brinch. Gusht und Brinch. Das Fleisch und Reis. 10 von 10. Crazy lecker. Dieses Chicken, so zimtig, einfach sehr, sehr geil. Dolma ist das Einzige, was ich noch nicht probiert habe. Aber das hier, wie heißt das nochmal? Kotilk. Jeder, der das noch nicht gegessen hat, probiert es. Mit einem Schuss Zitrone. Das Essen, 10 von 10. Ich kann auch heute am meisten essen. Also ich habe immer noch ein bisschen Hunger. Echt? Dann hau rein. Die anderen Tage war kritisch. In dem Restaurant habe ich voll wenig gegessen. Und ersten Iftar-Abend war Katastrophe, Bruder. Ich habe Dattel gegessen, Wasser getrunken, ich habe gesagt, ich geschlafen. War schon vorbei und ich war so müde auch. Eigentlich betet man direkt nach dem Essen oder geht in Moschee, gell? Ich sag dir ehrlich, wie ich zum Beispiel faste, ich komme rein, ich trinke Wasser, ein Dattel wie vorhin schon, genau, und dann gehe ich und ich mache mein Gebet. Komme ich nochmal zurück, isst ein bisschen, so einen halben Teller Reis oder so, und dann gehe ich in die Moschee zum Nachtgebet, zum Gemeinschaftsgebet. Ja, meine Mutter hat das gemacht, wow. Was ist das? Das riecht so lecker. Das riecht so lecker, ja. Leute. Also meine Mama sagt Milchkuchen, keine Ahnung. Boah, das riecht doch so nach Karamell. Wir haben Karamellcreme und dann Teig getunkt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wahrscheinlich Teig gewesen und dann Milch rein. Der schwimmt in der Milch. Bruder, vorbei. Schmeckst direkt die Milch und so raus, gell? Schmeckt wie, als wäre ich wieder Baby. Jetzt trink mal Tee. Mmh. Wenn das bei mir ist, das hält 3 Tage jetzt weg. Sauber rein damit. Aber ich liebe das. Diesen Tee liebe ich einfach. Aber ohne Zucker, ja. Wir haben hier gegessen wie junge Könige. War dann auch mal an dich. Dankeschön. Gerne mal wieder. Das ist, nehmt es mit, probiert neue Sachen aus. Ich habe richtig Spaß. Gerade diese kleine Mission, die ich einfach mit mir selber habe, dass ich sage, okay, ich faste auch mal. Und es muss auch nicht immer so religiös gesehen werden. Ich finde gerade sehr gut, was auch Baran, sein Vater, gerade gesagt hat mit diesem, es bringt nichts, wenn ihr nur während Ramadan so richtig, dann ihr macht was Gutes für andere oder dann seid ihr super nett oder versucht es übers ganze Jahr zu machen, egal was. Es geht nicht darum, dass ihr gläubig sein müsst, sondern einfach ein guter Mensch zu sein, das vor euch im Spiegelbild. Das ist schon alles. Wenn das jeder von uns so machen würde, glaube ich, hätten wir schon eine bessere Welt. Und ja, in diesem Sinne. Zu leid, es habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Eigentlich nicht, hat mich gefreut, dass du da warst, war echt cool. Oh, meine Eltern haben sich auch richtig gefreut, war geil. Auf jeden Fall, ja, war schön. Hoffentlich können viele was daraus lernen. Ist eine schöne Zeit, nutzt es aus. Genießt die Zeit mit der Familie, solange ihr könnt. Seid dankbar für Essen und Trinken, für jeden Cent, den ihr im Leben habt, für jeden Atemzug von euren Eltern. Weil das ist jetzt die Zeit, wo ihr alles genießen müsst und es ist auch die Zeit, wo wir vieles wertschätzen müssen. Die Zeit bringt uns mit den Familien mehr zueinander, bringt uns zum Glauben zueinander. Ramadan ist ja auch dafür da, dass wir Muslime auch unseren Glauben immer näher kommen und auf Essen, Trinken und dies und das zu verzichten, damit wir uns mehr an unseren Glauben fokussieren. Nehmt es euch mit und ja, Mann. Geil, ja, Mann. Gute Nacht. Und jetzt ruft mein Dad mich an.